25. Juni 2014 waren zum alljährlichen Tag der offenen Tür im Thüringer Landtag alle Bürgerinnen und Bürger des Freistaates eingeladen, unter dem Motto Wahl statt egal, Gesellschaft, Meinung, Parlament, die Volksvertretung einen Tag lang aus nächster Nähe kennenzulernen. Unsere Kampagne Wahl statt egal wollen wir die Menschen auffordern, gehen Sie zur Wahl. Am Vormittag eröffnete Landtagspräsidentin Birgit Dietzel gemeinsam mit Verfassungsgerichtshofpräsident Prof. Dr. Manfred Aschke die Veranstaltung auf der Bühne im Beethovenpark. Hier in Erfurt beim Thüringer Landtag, in allen den Gästen des Thüringer Landtages, wir öffnen heute wieder die Türen für Sie, die Bürgerinnen und Bürger unseres Freistaates. Schauen Sie sich Politik vor Ort an. Allgemein kann ich sagen, ich hoffe auf eine hohe Wahlbeteiligung. Ich hoffe, dass auf dieser Grundlage eine handlungsfähige Politik möglich ist, denn die politische Gestaltungsaufgabe ist eine enorm wichtige. Die 5 Landtagsfraktionen und die Landesbeauftragten informierten über ihre Arbeit. Die Landtagsverwaltung erklärte die Abläufe im Parlament. Wir zeigen auch, wie das Politikgeschäft an sich funktioniert. Ich merke hier überhaupt nichts von Politikmüdigkeit, sondern Sie sind interessiert. Sie fragen, die Stände der Fraktionen sind umringt. Ich nehme einen sehr positiven Eindruck von diesem Tag der offenen Tür mit. Auch die Landesregierung war vor Ort und bot Einblicke in die Zuständigkeitsbereiche der verschiedenen Ministerien. Ja. Der Freistaat präsentierte sich in seiner ganzen Vielfalt. Rund 130 Institutionen waren mit Ständen vertreten. Vom Plenarsaal bis zur 9. Etage des Verwaltungshochhauses konnte das ganze Parlamentsgebäude in Augenschein genommen werden. Ein Rundgang lohnte sich. Die ganzen Stände und so weiter hat mir ganz gut gefallen bis jetzt. Jetzt habe ich mal eine Führung mitgemacht, damit man auch wirklich mal ein paar Details bekommt zu den Räumen. Ja, sehr schön. Auf der Bühne standen interessante Diskussionsrunden mit Abgeordneten aller Fraktionen zu verschiedenen Themen auf dem Programm. Ganz herzlichen Dank an diese Runde. Ich sehe schon, die Nächsten stehen schon in den Startlöchern. Unter dem Motto, warum engagiere ich mich in der Politik, waren junge Kommunalpolitiker der im Landtag vertretenen Parteien eingeladen. Und da möchte ich mich halt sehr auf die Bildung, Gesundheit, Familie engagieren. Innerhalb einer gemeinsamen Talkrunde mit Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht und Landtagspräsidentin Birgit Dietze gaben sie Auskunft über ihr ehrenamtliches Engagement in der Politik. Ich kann wirklich nur die jungen Leute ermutigen, sich aufstellen zu lassen, sich wählen zu lassen. Jetzt will ich auch als richtige Stadträtin mitmachen und die Entscheidungen mit begleiten. Selbstverständlich kamen auch Unterhaltung und leibliches Wohl nicht zu kurz. Spiel und Spaß für Kinder vervollständigten das Angebot und ließen den Tag der offenen Tür zu einem attraktiven Ziel für die ganze Familie werden. Ich finde am schönsten das Druckluftorchester draußen, das Dresdner. Die machen tolle Musik und für die Kinder ist es immer schön hier. Und die Kinder kriegen ein bisschen mit, wie Politik gemacht wird. Ja, da wo wir gerade ein bisschen...